Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Spiel 7 Days to D. Wir bereiten uns halt vor für die Horde. Das heißt, wir werden jetzt sofort rausgehen und ein bisschen Holz machen. Hier ein bisschen ausbauen. Hier will ich noch ein bisschen gestalten. Meine Erzmine. Ja, hier schön, ne, weil abbauen. Und das hier wahrscheinlich, wenn es tiefer geht, eine Stufe wegnehmen und dann auch tiefer gehen. So, und jetzt hier mal wieder rauskommen, das ist gar nicht so einfach. Deswegen haben wir die Dinger hier hingestellt. Da kann man halbwegs gut ins hier rein rauskommen. Wenn ich mal ein bisschen genug Zeit habe, dann will ich mal hier ein bisschen. Puh, sehe ich Tor nicht. So ist das, wenn das dunkel ist, ne? Aber ich eine Fackel bei mir habe. Ich habe keine bei mir, das macht aber jetzt auch nichts. Nicht so schlimm. Weil es ja bald hell wird. Hier ist unser Dings hier, wenn wir draußen noch aufstellen. Ich habe noch einige Sachen. Wir machen erstmal Holz und diese Dinger hier. Da ist Tisch. Da machen wir zu. Dann gehen wir hier vorbei. Irgendwo hier muss ich ja. Ah. Das Licht ist ja auch so hell, ne? Erst nach 4 Uhr. Wir sollten so immer erst um 4 Uhr rausgehen. Da geht's nicht rein. Oder? Hier habe ich eine Fackel drüber hängen, da muss ich noch eine mehr entbauen. Da muss ich noch welche bauen, ist kein Problem, alles da soweit für Fackeln. So. Schauen wir nach links, nach rechts. Ob wir Gäste haben, haben wir aktuell nicht. Jedenfalls sehe ich keine, da vorne haben wir noch ein paar Bäume. Um die wollen wir uns kümmern. Hoffe, dass ich jetzt genug mal gucken, ob die irgendjemand hier in der Nähe findet. So, heute ist Tag 27, müsste eigentlich Blutmond kommen. Müsste. Ich werde jetzt nachher, nachdem es gekommen ist, umstellen auf 7 Tage wieder. Keine Axt dabei. Doch hier. So. Dann haben wir die Axt. Und machen ein bisschen Holz. Werde aber nächstes Jahr ein paar Bäume pflanzen. Da muss die Dinger in der Nähe stehen und nicht dauernd hier weit laufen müssen, um Holz zu holen. Wenn wir gleich mal Dinge herstellen, dass wir welche in der Reserve haben,
Das dauert ja eine Weile. Das ist typisch. Ja, da haben wir schon ein bisschen Holz. Mal gucken, an Rohstoffe, Haus. Werkzeuge natürlich nicht. Dann gehen wir direkt mal ein. Ja, ist noch anders. Ach, da. Da. Wood Spikes. Na, reparieren wir auch noch. Wir haben noch einen da, den wollen wir herstellen. Ungünstig. Ungünstig, weil wir die jetzt abbrechen müssen. So. Schauen wir hier auf den Berg rauf. Schöne Eiche. Hier war ich noch nie gewesen. Erz. Aber Erz haben wir im Haus, das ist nicht das Problem. Oder beim Haus, nicht im Haus, sondern beim Haus, aber unterhalb vom Keller. Und somit sind wir da eigentlich gut gesichert gegen Angriff von außen. Können wir ruhig Krach machen. Wenn zwei, drei kommen, die laufen gegen unsere Pfeile, die ich gerade herstelle, und die erledigen sich dann eigentlich selbst. Gut, das wäre es soweit. Dann nehmen wir den Baum noch mit, damit wir zurückgehen. Und Besuch haben wir hier auch schon wieder. Hast du uns gehört? Und wenn dich da rangehen. Wird daneben geschossen. Und dann mehr aufs Herz gehen. Gut, der soll uns nicht mehr stören. Mal schauen, ob wir noch ein bisschen Wasser brauchen. Und Decke wollte drüben zumachen noch. Decke wollte noch zumachen, damit wir sicher sind, dass uns keine übers im Haus reinspringen. So, schauen wir mal ganz kurz. Das dürfte gut hinkommen. Mal was trinken. Wir werden noch gleich Wasser holen. Denn wenn wir eine Blei herstellen wollen, Quatsch, Blei, Kleber und so, brauchen wir noch Wasser. Ja, zwar was da, aber besser, man hat noch Reserve. So, erledigt. Das war unsere alte Festung, Anführungszeichen, jetzt eine neue. Von oben sind nur noch Holzteile, aber gut, das ist ja eigentlich mehr gedacht dafür, dass ich da runterfalle. Hoffe, dass sie nicht so hoch springen, ne?
In den Häusern, denke ich mal, werden sie wieder gespawnt sein, unsere Zombies. Deswegen gehe ich da mal gar nicht erst rein. Unsere Blaubeeren sind weg. So, müssen wir auspowern, den Jungen. Wir haben noch Fleisch im Haus. Oh, ein Baumstumpf. Vielleicht kriegen wir hier ein bisschen Honig. Na, haben wir nicht. Ei ist sehr gut. Ei mit Fleisch und schön. Na, Stein brauchen wir keinen. So, kurz mal die leeren Flaschen runterholen. Das können wir noch umstellen. Und dann haben wir hier auf 5. Wasser. Das nehmen wir gleich wieder nach oben. Ich dachte, wir jetzt ja durch Zufall anklicken und dann trinken würden. Dann haben wir weg. So, gehen wir zurück. Bin mir nicht ganz sicher, ob heute noch Blut kommt, aber ich glaube schon. Oder kommt morgen. Kann auch sein, dass morgen kommt. Ne? Trotzdem, wir bereiten mal schön vor. Wollte eigentlich noch oben ein bisschen ausbauen. Aber den Balkon muss ich mal kurz schauen, ob ich das so lassen kann oder ein bisschen erweitern werde. So, einer hat drei Teile, das passt. Einer hat nur zwei, das war auch okay. Auch drei, das ist schon okay. Gut, gehen wir rein. Bauen wir schnell die Decke und gleich die Wand dazu. So. Wenn sie hier kommen sollten, dann wären sie natürlich ein bisschen überrascht. Aber wahrscheinlich nicht so viel. Denn wir werden so überrennen. Das ist noch der erste. Die Decke mit immer verstärken, weil das also Leben, das ist nicht viel Stärke, da das ruckzuck überrannt, wenn sie mal sich eingraben wollen. So, das ist das hier. So, das will ich hier. Das ist meine Nitratmine. Das gleiche würde ich auch mit Kohle machen. Später, Quatsch, mit Blei. Hier müssen noch ein Loch lassen, wie reinkommen, ne? Beziehungsweise mal raufkommen und Decke. Ja, Decke machen, Decke, was zu ist. Dann haben wir unsere Ruhe.
Ups. Am liebsten würde ich noch hier einen höher ziehen. 2, 3. Damit sie nicht auf Decke springen können und somit uns von oben bearbeiten können. Mal sehen, wie es reicht. Ansonsten müssen wir noch hier herstellen. Leben müsste ich genug haben. Bei Steine weiß ich nicht genau. Ansonsten müsst ihr noch Steine kurz abbauen. Mit gleich bei der Kohle. Denn Kohle geht auch zur Neige. Brauche ich zwar jetzt nicht, aber wenn man zwei Fliegen schlagen kann, ne, einer Klappe, ist das nicht von Nachteil. Ich staune zwar, wie es halten kann, aber gut, es hält, ne? Ziehen wir mal eine Reihe rum. Dann sind wir hier erstmal ein bisschen abgesichert, weil hier ist eben höher. Gehen wir da lang. Das kann dann zugemacht werden. So, passt genau wie ausgemessen, ne? So. Dann machen wir das gleiche hier nochmal. Aber noch 14. Zur Not würde ich mit Holz machen. Das war nicht ideal, aber wird auch gehen. So. Dann haben wir noch 3. Beginnen wir hier noch ganz kurz. Gut. Und mein Loch. Gut. Das bauen wir gleich ab. Brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir gleich die Ressourcen für nächsten Bauen, ne? Was ich im Raum für Gäste oder so, ne? Keine Ahnung. Aber falls wir noch ein bisschen Platz brauchen. Hier können wir uns gut was reinstellen. Weiß auch noch nicht was, aber das wird sich finden. So, schauen wir oben, was wir Materialien haben. Und dann können wir das entsprechend noch nachbauen. Hier treppenmäßig wollte ich auch noch was ändern. So, was haben wir hier Schönes drin? Ne? Das werden wir gleich wieder in Schwung bringen. Für eine gute halbe Stunde. So, da sind die Rohstoffe. So, Bretter haben wir noch einiges. Das können wir rausnehmen. Neben haben wir Steine. Pflastersteine haben wir, aber nicht so viel. Entschuldigung, Leben. Ah, wir haben Steine. Wir haben Steine. Wir haben Lehm. Sand können wir mal zurücklegen. Aus Sand kommt ein Beton gemacht. Das Beton haben wir auch, können wir mal drin lassen. So. Pflastersteine. Maximal. Auch Munition haben wir noch fertig. Dann haben wir einen Dickschuss Schießpulver, haben wir auch noch einiges. Haben wir noch Hülsen da? Da haben wir noch Hülsen. Dann können wir noch 10 Schuss machen. Patronen haben wir nicht genug, wenn wir die nehmen. Ne?
Gut, das läuft auch durch. Ich sag mal, Ressourcen was rausnehmen. Das pflanzen wir diesmal Bäume. Nitrat nehmen wir auch raus. Was nehmen wir mal nicht daraus? Eisenbolzen. Das können wir auch mal rausnehmen. Ein paar Gitter für oben. Die Teile nehmen wir auch schon mal rüber. Das ist da verkehrt. Kann auch raus. Unser schmutziges Wasser. Wir werden mal schauen, dass wir jetzt Klebehersteller kriegen. Wir brauchen nämlich Reparaturteile. Knochen. Und ich sehe jetzt hier kein Klebeband. Das heißt, wir werden das mal rausnehmen. Das kann man gleich essen. Kleber. Oh, so viel. So viel machen wir, genau. Speisen wir gleich kurz. Und den blauen Balken wieder auffrischen. So, da kommt unsere Nahrung. Ja, Ei. Fett für unsere oh, habe ich aufgeladen? Das war eben klug. Das war eben unklug. Essen. Tabletten. Fett wollte ich machen für die. Ach je, Knochen kommt da nicht rein. Saatgut. Saatgut. Das können wir auch wieder reintun. Medizin, nehmen wir einen raus. Topf, Kaffee, Samen, Tabletten. Können wir mal drin lassen. Silbernuggets, Munition. Spiritus brauchen wir jetzt auch nicht. Wir haben 10 Getränke. Lameration. Papier. Antibiotika. Vitamine. Federn kommen da nicht rein. Glaskrug. Leere. Frucht. Mineralwasser. So, hier haben wir Klebeband, ah, ist gut. Klebeband und Eisen. Hier unsere Schussmunition, das ist ganz wichtig nachher, wenn man losgeht. Das Packet, machen wir links einfüllen, da, zack. Dann können wir da entsprechend reagieren. Ansonsten, das haben wir eigentlich erledigt. Achso, Fackel wollte ich herstellen. Und zwar, oh, 77 übertrieben. Da reichen dann mal 10. Dann brauchen wir noch Reparaturkits. Ach, Eisen. Brauchen wir noch mehr. Klebern wir herstellen. Fackeln. Trübes Wasser. Packen wir rüber. Die brauchen wir auch. Munition erstmal nicht. Weil dann haben wir mal keine Hülsen. Kurz mal Abend hier Reparaturkits.
Gut, das läuft. Dann wärmen wir uns mal ganz kurz. Das noch überschmeißen, das brauchen wir nicht. Benzinkanister nehmen wir darüber, wollen wir austauschen. Federn kommen da auch nicht rein. Oh, Federn. Haben wir hier. Lebige Erde kriegen da nicht mehr raus, das ist schon voll. Dann werden wir uns hier was herstellen. Da haben wir doch schon mal. Ich kann nämlich ja nicht daher. So. Blackstone. 100, da kommen wir mal hin, ne? Gut, dann gehen wir. Wir haben 23, da kommt nicht mal hin. Abbrechen, abbrechen. Abbrechen, abbrechen. Was soll ich erst machen? Die. Bin ich da verrutscht? So, das dauert 2 Minuten. Dann wollten wir hier herstellen Pflastersteine. Erstmal die Steine, dann müssen wir hier ungefähr die Reihenfolge einhalten, dass wir rechtzeitig was kriegen, was wir brauchen können. Ne? So, kurz warten. Hier überlegen. Ich wollte die Treppe so gestalten, dass wir im Prinzip an der Ecke hochgehen. Und zwar, na auch nicht gut, da müssen wir einfach mal schießen im Notfall. Ja, gut. Kann ich mir das nicht entscheiden. Ich sollte hier schon gerade sein und dann entsprechend Treppe nach hinten verlegen. Aber im Großen und Ganzen ist das ja ein bisschen übers Eck verlegen, wollte ich das. Na gut, das können wir auch später machen, wenn wir die Sache überlebt haben. So. Wie ist das? Auch fast fertig. Dann bauen wir mal die Gitter auf. Haben wir noch was bei mir? Ja. Schauen wir mal, dass wir am besten so hinkriegen, dass wir geschützt sind. Das heißt, mal ganz kurz gucken, ob ich die anderen Dinger ein bisschen umgestalten kann. Und die haben wir nicht bei mir. Die Holzteile. Ich wollte hier im Prinzip Pfeile setzen, dazwischen die Elemente. Und wieder raus und da wieder rein. Das dient nur dazu, dass ich nicht runterfalle, weil ich nämlich ein bisschen nervös bin und dann hier liegt auf der Schnauze. So, das heißt, so, da können wir ein bisschen was gestalten. Und zwar muss ich mal schauen.
Und zwar als Pfeiler. Aber geht nur in die Mitte, ne? Ach so. Na gut. Muss mit leben, ne? Scheiße. Mist. Entschuldigung. Ah, ich kann mal aufnehmen. Alles gut. Alles gut. Können wir jetzt zueinander machen. Gut. Jetzt mal schauen, wie der Länder aussieht. Meines Wissens kann man die mal aufwerten. Ja gut, das ist ungünstig. Das tue ich jetzt ungünstig. Ah, wie reagiert. Den muss ich entfernen. So, liebe Schuhe, das soll es für heute schon gewesen sein. Das wäre die erste halbe Stunde heute. Wir machen gleich weiter. Dann sage ich mal Tschüss und Schau. Morgen geht's weiter. Tschüss. Und danke fürs Reinschauen.